So, dich auch noch anzünden. So. Was ist eigentlich, wenn eins davon ein End wäre? Steht er dann schreiend auf und geht auf uns los? Oh, Spinne. Da. Na, verpieselst dich wieder. So. Und neuer Tag. Das war gerade ein komischer Tag-Nacht-Wechsel. Aber okay. Dich stellen wir wieder auf. Dann sammeln wir die Kohle mal ein. Und dann müssten wir eigentlich schon Bumerang herstellen können. Zack. Kohle. Davon nehmen wir gleich ein bisschen mehr mit, denn Kohle braucht... Was war das? Da war gerade was auf dem Boden, was komisch aussah. Das könnte eine Einbildung gewesen sein, also von Wilson, nicht von uns. Aber ich glaube nicht. Also definitiv jede Menge neue Sachen reingepatcht. Dich lassen wir mal so. Für den Boomerang werden wir zu Hause sein müssen. Hm? Ja, können wir hier nicht. Okay, dann nehmen wir... Dich benutzen wir mal. Wir sind bei 106. Ja, 8 Lebenspunkte. Das heißt, wo zur Hölle kommst du her? Genau du. Oh, hier ist eine Schweinehütte. Sehr schön. Tut mir leid, Junge. Du musst jetzt sterben. Da ist was zu essen. Achso, das ist Schweinefleisch, ja? Hier, Möhrchen. Da sind Möhrchen. Oh. Au. Au. Nochmal Fleisch. Ist das Feuer noch da? Ach, das war das auf dem Boden. Asche. Von Lagerfeuern. Oh, sehr schön. Das ist definitiv neu. So. Und. So. Und jetzt sollten wir mal zurück nach Hause. Um den Bumerang zu bauen, um Hasen erlegen zu können. Und sobald wir das können, müsste die Nahrungsversorgung echt kein Problem mehr sein. Wenn der Bumerang so funktioniert, wie ich mir das denke. Also, dass wir werfen, der Hase ist irgendwie ohnmächtig oder ganz schön angeschlagen. Und hier ist nicht unser Zuhause. Ich bin vollkommen falsch. Lauf, 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 lauf. Du führst dahin. Du führst dahin, okay. Aber ja genau, der Bumerang, dass er so funktioniert, dass der Gegner betäubt wird oder einfach Schaden bekommt. Und ich denke mal, ein Hase wird ein One-Hit sein. Alle anderen Hasen werden sich zwar verpieseln, aber wenigstens haben wir so die Chance, 2-3 Mal am Tag Hasen zu jagen. Und das müsste eigentlich für die Versorgung reichen. So, Blümchen. Und nach oben laufen. Also ja, derzeit läuft das richtig gut. Und genau so hätte ich es gerne von vornherein gehabt. Also gerade die letzten Leben waren für mich sehr frustrierend gewesen, da wir doch einfach sehr schnell gestorben sind. Zugegeben, meistens durch meine eigenen Ungeduld oder Fehler. Aber auch teilweise vom Spiel bedingt. So. Also ja, weil ich mag es halt ganz gerne, eine richtige Basis aufzubauen, dann Schritt für Schritt weiterzukommen. Und das scheint jetzt ja momentan so möglich zu sein. Was wollten wir hier eigentlich? Wir wollten den Rucksack erstmal mitnehmen. Gut, lassen wir auf. So, wir wollten den Bumerang bauen. Waffe. Bumerang braucht ein Brett. Das kriegen wir hin. Ein Brett. Bumerang. So. Jetzt gehen wir auf die Jagd. Zack. Au. Ich sollte versuchen, das zu fangen. Okay. Weg mit dir. Nein. Au. Das Ding bringt mich gleich um. Und es verfolgt mich.
Also normalerweise ist ja der Plan, man steht hier, man wirft da hin, dann dreht das Ding um und fliegt hierhin zurück. Das heißt, wenn ich werfe und nach da gehen würde, müsste es ja trotzdem dahin fliegen. Tut dieser Bumerang noch nicht. Nee, komm, du bleibst mal hier auf dem Boden liegen. Oh, und außerdem kriegt der richtig Schaden. Ich weiß jetzt nicht, ob das Schaden ist, weil wir einen Gegner getroffen haben oder weil wir uns selbst danach nochmal getroffen haben. Aber allgemein gehen sie wohl recht schnell kaputt. Ja, so viel dazu, dass wir jetzt ganz leicht in Essen rankommen und so. Das wäre eh ein bisschen komisch gewesen. Und da war wieder dieser rote Blitz auf dem Monitor. Ich hoffe mal echt, das hat mit dem Spiel zu tun. Das wäre sonst nicht so toll. Die Tollbirds lassen wir in Ruhe. Wir gehen, glaube ich, einfach mal nach Hause, oder? Ein bisschen Ressourcen sammeln sollten wir noch. So, so. Vor allem Blümchen, wenn wir sie irgendwo sehen. So, Tag 10. Kein Wolf bisher. Oh, Rüstung ist bei 44%, okay. Speer ist bei 73%. Die Sachen gehen doch nicht mehr so wirklich schnell kaputt, kann das sein? Charcoal, nö. Das hier. So. So, dich verkochen. Wir brauchen nur noch ein Cooked Meat, oder? Für das Meat Efficiency. Wo bist du da? Ne, zwei Meat. Okay. Kohle. Wir sollten was essen. 143. So. Dich rösten wir. Wir brauchen unbedingt einen Kühlschrank. Was brauchen wir für einen Kühlschrank? Das müsste bei Food-Zeug mit sein. Basic Farm, Improved Farm, Drying Rack, Crook, Icebox. Hey, Gears. Wo zur Hölle kriegt man Gears? Ah, von den Pferden. Okay. Wir lassen die Kohle mal hier. Wir lassen die Falle mal einfach hier irgendwo. Speer kommt in die 1. Andere Falle bleibt hier. Oh, und ein Hasen. Den behalten wir mal. Warte mal, ihr müsst mit. Die Hasen brauchen wir nämlich für die Ohrschützer, für den Winter. So, also die beiden. Oh, oh, Licht geht gleich aus. Hallo? Die fressen unser Zeug. Die, oh. Geh weg, geh weg. Wow. Hier ist wenigstens mehr Licht. Oh. Love Forest. Nein, nicht hängen. Was? Oh. Nightmare Fuel. Und Marble. Okay. Das kommt jetzt unerwartet. Wir sollten erstmal was für unsere geistige Gesundheit tun. Also diese Dinger sind Wiederbelebungssteine, die man einmalig benutzen kann. Okay. Aber warum zum Geier sind die Schweine durchgedreht? Ich habe das Monsterfleisch doch gegessen und hier auf den Boden gelegt. Ja, und dann wollte ich halt zu den Tiki-Feuers runtergehen, weil die heller sind und mehr Gebiet abdecken. Aber dann haben die mich irgendwie erwischt, weil ich dran hängen geblieben bin. Das heißt, sie sind jetzt immer noch. Die schlafen alle. Strawhead Spear. Oh, oh. Jetzt bewachen die unser Zeug. Das ist nicht so schön. Okay, Dünger nehmen wir mal alles mit. Damit es nicht mehr diese dummen Summengeräusche macht. Also gut, wir müssen uns neu ausrüsten. Und dann müssten wir eine andere Basis suchen. Weil das klappt so nicht, wie es jetzt gerade läuft. Absolut nicht. Wenn die nachts einfach uns überfallen können, ist es echt nicht schön. So, Flint kommt mit. Der Rest kann erstmal hier liegen bleiben.
Wir brauchen Stickies. Stickies wären hier unten. Und wir brauchen Blumen für die geistige Gesundheit. Und was mir gerade einfällt, wir haben noch so ein Ding angefasst. Das heißt, wir haben eh noch ein extra Leben. Das heißt, wir könnten was riskieren und versuchen, unsere Sachen wieder aufzusammeln. Aber das sollten wir vielleicht erst tun, wenn wir mehr Lebenspunkte haben. So. Aber diese Touch-Dinger, die sind dann ja ganz schön mächtig, oder? Weil die Meat Efficiencies, oder wie auch immer die heißen, die Zauber, dass man wiederbeleben kann, die haben ja dafür permanente Lebenspunkte abgezogen. Das haben die Touch-Dinger, glaube ich, nicht. Wobei ich auch nicht wirklich drauf geachtet habe. Vielleicht liefen wir die ganze Zeit mit 20% weniger Lebenspunkten rum. Oder 20 Max-Lebenspunkten, oder wie auch immer das inzwischen berechnet wird. Ja, gut. Wir brauchen eine Axt. Wir brauchen Holz, damit wir die Nacht über Feuer haben. So. Genau. Das heißt, wir sammeln jetzt genug Zeug für neue Rüstung zusammen, für neuen Speer zusammen. Und dann einfach noch ein bisschen Essen machen nebenbei. So lange, bis die Lebenspunkte gut genug sind, dass wir das Zeug aus dem Schweinlager zurückklauen können. Und dann machen wir uns dran, ein neueres, besseres Lager zu finden. Das ist so mein ungefährer Plan für die nächsten Folgen. Mit. Wobei mein Lager da sein sollte, wie schon bei jedem Leben zuvor, wo Yaks sind, wo ein Wurmteleporter ist. Und das reicht mir eigentlich schon. Also mit dem Rücken zum Wasser wäre natürlich super. Und Steine in der Nähe wäre auch super, aber man kann nicht alles haben. Und Steine kann man nur auch hintransportieren. Das Wichtigste sind echt die Yaks für den Dünger, weil er halt kostenlos einfach immer wieder nachproduziert wird. Und falls wir angegriffen werden, sind Yaks ein super Schutz. Weil die tierisch aggro sind, wenn jemand in deren Nähe ist. Oh Mist, warte. Das war ja auch eine Neuerung. Yaks bekommen jetzt ja Babys und da sind die Mütter brünftig und was weiß ich. Die gehen auf alles los, beschützen ihre Babys und... Nee. Also können wir ja keine Basis im Yak-Gebiet machen, selbst wenn wir Yaks endlich finden würden. Das ist jetzt nicht so toll. Also wo zur Hölle machen wir eine Basis? Einfach irgendwo, wo ein, zwei Wurmlöcher sind? Das klingt wohl fast am besten, ne? Na gut, was sagt der Tag? Der Tag sagt gleich, ich bin zu Ende. Hier dann vielleicht. Wir sind am Weg ran. Wir sind bei zwei Wurmlöchern. Eins, das nach da führt und eins, das nach da führt, was nicht wirklich viel bringt. Sonst, bei den Steinen, die Steine sind irgendwann alle, dann sind wir mitten in der Pampa, das bringt uns auch nichts. In der Nähe von den Hasendingern da vielleicht. Da oben geht es auch noch weiter. Also ja, ich denke mal, Höhlen sind eine echt gute Möglichkeit, um zwischendurch mal an andere Ressourcen ranzukommen. Aber ist einfach zu gefährlich. Ja, nee. Wir machen erstmal ganz normal weiter wie geplant. Erstmal Rüstung, Speer holen und so weiter. Ein, zwei Tage lang nur durchfuttern. Und dann gucken wir weiter. So, chop. Da kam jetzt schon gleich zweimal oder so das rote Ding. Vielleicht sollte ich auch einfach aufhören zu spielen. Vielleicht war es zu viel für heute. Meine Augen wollen was sagen. Ganz viel Stroh. Zing, zing, zing. Also ja, das wollen meine Augen bestimmt nicht sagen. Nein, das sage ich jetzt nicht. Essen wir schön. Wir haben genug da, müssen es noch kochen. Okay. Das heißt, wir warten einfach, bis es ganz dunkel wird, machen irgendwo ein Lagerfeuer, verkochen die ganzen Beeren und Samen. Wobei die wahrscheinlich nicht mehr reichen werden. Das heißt, wir sammeln noch ein bisschen was. Zing. Und ich sehe Schatten in der Gegend. Das ist nicht gut. Genau, da war gerade eins. Wurmloch. Du
führst nach da. Ich glaube schon. Also wäre es eigentlich nur eine ganz kleine Abkürzung. Umso wirklich häufig benutzen sollten wir die Dinger später eh nicht. Also wenn wir uns schon in der Nähe von einem ansiedeln, dann von einem, der sehr viel Wegersparnis bringt und am besten ein Gebiet führt, wo für uns relevante Ressourcen sind. So. Gleich wird's stockenduster. Kommen schon noch ein, zwei Blumen irgendwo, wären toll. Aber wir werden diese Nacht nichts erforschen können. Achso, das ist ein Skelett. Oh, ein Skelett mit einem Bumerang. Ja, werde ich jetzt nicht benutzen. Das Ding könnte uns one-hitten. Da unten sind Killerfrösche, die lasse ich auch mal in Ruhe. Da lassen die mich vielleicht auch in Ruhe. Au. Oh. So. Oh ja, wird dunkel. Lagerfeuer. Plupp, das war knapp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Abgespeichert wird auch. Das heißt, es ist eine gute Möglichkeit, jetzt einen kleinen Cut zu machen. Und wir sehen uns gleich wieder.